führen alle Wege nach Hogsmeade. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Wir müssen da unten bin ich jetzt. Okay. Wir müssen zu den Zaubertränkeladen, glaube ich. Genau, besuche J. Pippins Zaubertränke. Da gehen wir jetzt mal hin. Hier sind wir eigentlich. Hier haben wir eigentlich beendet. Ist da noch irgendwas? Aha. Zack. Cool. Ich mag den Effekt. Genau, hier haben wir damals letztes Mal die Folge beendet. Dann gehen wir mal rein. Willkommen bei J. Pippins. Danke. Verzeihung, Sir. Oh, so ein Glück. Als ich die Glocke hörte, dachte ich, Sie wären Miss Lawang. Nicht, dass sie sich hier blicken lässt. Obwohl, Sie habe ich hier auch noch nie gesehen, glaube ich. Das kann gut sein. Bin ich zum ersten Mal in Hogsmeade. Tatsächlich? Nun, Perry Pippin, zu Ihren Diensten. Sie sind bei J. Pippins Zaubertränke. Tränke für jede Gelegenheit. Warum das J., wenn er Schild, Perry aber heißt? Aber Großvater wollte immer, dass ich es sage. Wie kann ich Ihnen helfen? Professor Weasley schickt mich. Ich brauche ein paar Rezepte. Ich bin neu in Hogwarts. Ihretwegen hat sie die Eule geschickt. Ich habe alles sofort bereitgestellt. Wenn Sie so sind wie ich in Ihrem Alter, dann wollen Sie Ihre Trankzutaten so schnell wie möglich. Ja. Ist das Tränkebrauen nicht eine faszinierende Kunst und so wirkungsvoll wie jeder Spruch, meine ich? Sind Zaubertränke wirklich so vielseitig? Sie sind zwar nicht so eindrucksvoll wie Zauber, aber sie sind genauso mächtig. Sie können heilen, vernichten, schützen. Das werden Sie bald zu Genüge erfahren. Okay. Da Sie zum ersten Mal hier sind, sollten Sie wissen, dass ich nicht nur Trankrezepte verkaufe. Ich biete auch fertige Gebräue für verschiedenste Gelegenheiten und kreiere auch neue von Zeit zu Zeit. Kommen Sie immer mal vorbei, um nichts zu verpassen. Okay. Aber jetzt holen wir Ihnen erstmal die Rezepte, ja? Ja. Wie kann ich heute behilflich sein? Das Rezept kaufen wir. Achso, die Taste. Gedrückt halten. Eine weise Entscheidung. Sehen Sie sich ruhig den so. Rest meines Inventars an. Ja. Oder kommen Sie wieder, wenn Sie es heute eilig haben. Das sind. Oh, Florfliegen, die haben wir aber. Das sind Zutaten. Eier, eine Aschwinde. 5 kostet der. Ein Gelege von ihnen fühlt sich heiß an und ist eine Zutat für den Endurus-Trank. Aschwinderinnen steigen aus der sterbenden Glut magischer Feuer und schlüpfen dann in dunkle Ecken, um ihre Eier abzulegen. Obwohl sie normalerweise in Behausungen zu finden sind, scheinen einige von ihnen sich zu verlassenen Lagerfeuern entstiegen zu sein und Gelege in nahegelegene felsige Gebiete hinterlassen zu haben. Okay, man, da brauchen wir jetzt nichts groß kaufen. Hauch der Toten. Ich weiß ja eh noch nicht, was wir brauchen. Hier könnte ich verkaufen, aber das will ich nicht. Gut. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bestimmt. Neues Rezept. Kann ich hier auch in mein Handbuch schauen? Was haben wir denn für Rezepte? Florfliegen und Mondstein, den habe ich gefunden. Das sind die Sammlungen. Da haben wir den Zauber, der Endurus-Trank. Ein Zaubertrank, der die... Da brauchten wir die Eier einer Aschwinderin und Straßenköterfell. Okay, das sollte ich vielleicht kaufen. Und den Mega-Power-Trank. Da brauchen wir Horklumpsaft und Diebtamblätter. Okay. Vielleicht sollten wir die Sachen gerade doch mal kaufen. Wie kann ich heute behilflich sein? Das brauchten wir. Ach so.
Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Einmal. Horklumsaft brauchten wir. Und Straßenköterfell. Das war, glaube ich, alles, ne? Das hatten. Florfliegen hatten wir schon. Ich muss nochmal gucken. Entschuldigung. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis ja. Bald. Bis bald. Bestimmt sehen wir uns wieder. Sammlungen, da war das. So. Könnten wir machen, genau. Eier, ein Straßenköterfell. Und hier brauchten wir Diptamblätter noch. Kriegen wir die auch bei ihm? Muss nochmal gucken. Wie kann ich heute behilflich sein? Da haben wir die Tränke, die sind aber zu teuer. Nee, Diptamblätter hat er gar nicht. Okay. Muss ich mal gucken, wo ich die herkriege. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bestimmt. Bis bald. Duellierhandschuhe mit Stacheldesign, okay. Ah. Eine Handbuchseite. J. Pippings Zaubertränke, gegründet 1753, ist die Apotheke in Hogsmeade, in der Inhaber Perry Pippin eine große Auswahl an Zaubertranken und deren Zutaten verkauft. Da ist noch eine Seite. Da habe ich noch eine Seite fliegen sehen. Ort entdeckt. Ha! Sehr schön. Da hinten sind Florfliegen, oder? Täuscht das? Oh, guten Tag! Ach, das ist diese magische Rübe. Ah. So, 6 von 8. Eine fehlt noch. Achso, und was brauchen wir eigentlich noch? Besuch die magische Rübe. War die das nicht? Magic Me, Neep. Doch, das war die. Da fliegt noch eine Seite. Sieben von acht. Eine noch. Eine fehlt uns noch. Die muss ich auf jeden Fall noch kriegen. Hier sind. Kann ich nicht hoch? Dann wäre die Frage, wie kommen wir denn hier rein? Hallo, kommen Sie ruhig herein. Ach, du bist das. Verzeihung, Sir. Professor Weasley hat gesagt, ich könnte hier Samen abholen. Ah, Diptam für den Neuzugang aus der fünften. Das sind dann wohl Sie. Bei Merlins Bart. In der fünften Klasse in Hogwarts anzufangen, muss Ihre Welt auf den Kopf gestellt haben. Ja. Nein, gar nicht. Nicht? Ich sehe das Ganze einfach als ein großes Abenteuer. Bravo! Okay. Nicht jeder hat das Temperament, um die Dinge so gelassen zu nehmen. Ich bin übrigens Timothy Teasdale. Das ist mein Laden, die magische Rübe. Ich habe den Wagen hier draußen, weil ich mich gerne unterhalte. Wenn ich nur drinnen sitze, bekomme ich ja gar nichts mit, nicht wahr? Mhm. Das stimmt wohl. Neben Samen habe ich auch jede Menge Pflanzen. Ich züchte alles selbst. Meine Spezialität sind Zaubertrankzutaten. Selbst Pippin kauft bei mir. Aber genug von mir. Statten wir sie mit Diptamsamen aus. Okay. Sagen Sie nichts. Sie suchen was Neues. So, das ist der Samen. Sehen Sie sich um. Es gibt hier viele Zutaten, die sicher Ihr Interesse wecken. Mhm. Was braucht man noch? Diptamblätter, ne? Das ist alles. 100 kosten die. Ich gehe besser und suche Nutty. Das Geld habe ich nicht.
100. Mir fehlt noch ein bisschen was. Offensive plus 4. Verkaufswert 30. Den könnte ich noch verkaufen. Sie haben einen guten Blick für Geschäftliches. Und den könnte ich verkaufen. Und dann könnten wir hier die Tiptam-Blätter brauchten wir, ne? Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Ja, machen wir. Niemand kann behaupten, meine Regale wären leer. Ah, hier habe ich gerade noch was gesehen. Dieser Karren gehört Timothy Teasdale, dem Inhaber der magischen Rübe. Er genießt es, mitten im Geschehen zu sein und sich vor dem Laden mit Kunden zu unterhalten. Die haben wir also alle gekriegt. Aber eine fliegende Seite fehlt mir noch. Die brauche ich noch. Die müssen wir noch suchen. Revelio. Da ist irgendeine Truhe. Die muss hier unten drunter sein, ne? Ja, aber mit der weiß ich noch nicht, was ich damit anfangen kann. Da sind noch irgendwelche Sachen. Oh. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Hallo. Revelio. Wo ist die letzte fliegende Seite? Das sind alles Schlösser. Vogelscheuchen, Hexerhut. $36. Hör hier doch. Sehr schön. Noch eine Handbuchseite. Können also noch deutlich mehr Seiten sammeln. Oh, Prost. Prost. Ich hätte mal lesen sollen, was da stand, ne? Müsste ich vielleicht gerade mal hier. Zutaten. Das war jetzt nicht das, was ich suchen wollte. Zauberstabgriffe. Da gibt es verschiedene. Cool. Okay. Eigenschaften haben wir noch nichts. Beschwörungen. Was haben wir denn für Beschwörungen? Da. Ach, genau. Aber eigentlich,
Ausrüstung? Achso, da könnten wir jetzt die Handschuhe. Offensive plus 7. Ich finde aber eigentlich schöner ohne. Wir haben jetzt Inventar. Handbuchseiten. Die einzelnen sehe ich aber nicht mehr, oder? Belohnung einsammeln. Zonkus Meisterschelmhut. Okay. Ich würde gerne die Seiten sehen, die Handbuchseiten. Da haben wir einen erledigt. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo die Handbuchseiten, ob man die überhaupt nochmal sehen kann. Ding macht's. Schade, ich hätte es gerne nochmal. Hab's leider nicht gesehen, was da stand. Eine fliegende Seite muss es noch geben. Ups. Prost. Das ist ein Schloss. Schlösser kann ich leider noch nicht knacken. Ich mag das. Fliegende Seite, wo bist du? Auf geht's nach Hogsmeade. Ich bin in Hogsmeade. Oh, nochmal 15 Münzen, sehr schön. Okay. Ach so, wir sind außerhalb von Hogsmeade. Kiste. Nochmal 57 Talerchen, sehr schön. Da ist irgendwas. Ups. Zwei Münzen. Zwei Münzen sind zwei Münzen, ne? Rebellion. Da ist sie. Jawohl. Ach so, nee. Okay. Drei von. Das sind auch nochmal extra welche. Ah. Ich dachte, die Fliegenden wären extra. Also, aber die zählen genauso wie die man über, die man an den Dings findet. Okay. Ich muss mich hier einfach noch ein bisschen umschauen. Hühner. Bock, 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 bock. Sehr schön. Was mit den Truhen ist. Was
Und noch ein Rätsel. Aber das werden wir bestimmt auch noch rauskriegen. Rebellion. Da ist noch was. Schal der Wüstennomaden. Okay. Und wir haben eine neue Flamme entdeckt. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Mhm. Aber es gibt so viel zu entdecken. Da ist noch was Gelbes. Das Gelbe ist meist was, das wir einen gemütlicheren Ort als Hogsmeade mitnehmen können. Besen. So, 19 Talerchen haben wir nochmal gekriegt. Geschickt ist anders, mein Lieber. Aber ja, schauen wir mal, wie wir uns anstellen. Da ist noch eine Truhe. Ah. Ich komme nur nicht ran. Okay. Da ist auch noch eine Truhe. Oh, wo sind wir denn hier? Gehen erstmal hier hoch. Truhe und so, ne? Formale bestickte Schuluniform. Okay. Klingt jetzt nicht so spannend. Da fliegt noch eine Seite. Ist aber draußen unterwegs. Da liegt noch eine Tasche. Ich gehe gerade mal hier wieder raus. So. Rebellion. 6 von 15, sehr schön. Hi. Ich hatte hier noch irgendwo einen... Da. Ich mag das hier so ein bisschen rumzusuchen, den Ort anzugucken. Da ist abgeschlossen. So viel zu entdecken. Nochmal 39 Münzen. Muss beschnitten werden, eindeutig. Oh. Hm, wie kommen wir denn dahin? Hier nicht. Das offen. Mahlzeit. Gehen einfach mal so in fremder Leute Häuser. Schönes Lied, gefällt mir. Rot kariertes Gewand. Dahinter ist die Truhe. Ich finde, es wird nicht genug über die Vergangenheit nachgedacht. Die Welt lernt aus ihren Fehlern.
Hofft man. Das hofft man. Alle Wege nach Hogsmeade. Robuste Duellierhandschuhe, okay. Da ist noch ein gelber Sack, also noch ein Sack. Wo war der denn hier? Die sind schon wieder gewachsen. Na gut, dann gehen wir mal zu Nati. Ich habe alles. Ich verstehe jetzt, warum du dich nicht auf einen Lieblingsladen festlegen kannst. Sehen wir uns noch etwas um. Vielleicht ist heute der Tag, an dem ich mich entscheide. Okay. Oh. Ich glaube, das ist unser erster Kampf. Schwächen wir ihn überhaupt? Weiter so! Wir müssen ihn zerfallen! Aua! Ich komme hier nicht weg. So, jetzt. Aua. Ach, geh es mal. Okay. Aua. Ich sehe mich nicht mal, das ist gerade mein Problem. Wo bin ich? Mann. Okay. Versuch es erneut. Ist nicht meins, sowas. Da tue ich mich immer ein bisschen schwer. Geht's nach Hogsmeade. Ach so, jetzt müssen wir uns erneut treffen. Okay. Da gibt's noch was zum Abstauben. Mein Vater lehrte mich stets den Zauberstab bereits. Oh. Okay.
können viel mehr Läden rein, als ich dachte. So, im Gegensatz zu den verzauberten Puppen, die von Schülern für Duellübungen bevorzugt werden, dienen diese Puppen bei Besenknechts nur dazu, die neueste Zaubermode zu präsentieren. Ich kann nur Mode kaufen. Was können wir hier denn? Gar nichts. Okay, geht noch nicht. Revelio. Ist hier irgendwas Interess... Da ist noch irgendwas. Komme ich denn da hin? Achso, das ist der gleiche Laden. Hier muss irgendwo noch was sein. Da. Nochmal 21 Münzen. Sehr schön. Geht's denn da hoch? Oh, das sieht auch. Kann ich rein? Oh, hallo. Und wie wollen Sie heute gerne aussehen? Ach, da ist der Friseurladen. Trifiketas Schulumhang. Okay. Hallo. Oh, hi. Nur hereinspaziert. Willkommen in Madame Snellings Lockenporium. Da schauen wir doch auf jeden Fall mal. Vorstellen. Früher nannten sie mich Snelly. Oh, Snelly, warum machst du nicht die Ausbildung zum Auror? Aber denen habe ich's gezeigt. Die verstauben im Ministerium und ich bin hier erfolgreich. Sehr erfolgreich. Schön. Aber sehen Sie sich an. Sehen Sie sich an. Ich verstehe, warum Sie zu mir gekommen sind. Hm. Auf der Suche nach Veränderung? Vielleicht. Vielleicht? Warum nicht? Wieso nicht? Was für eine Veränderung? Manche wollen diesen ausgezehrter Muggel auf der Schwelle des Todes. Aber Gifte werden sie hier keine finden. Wer braucht Chlorkalk oder Ammoniak, wenn es Magie gibt? Überlegen Sie eine Weile, wie Sie aussehen wollen. Ändern Sie auch Ihre Frisur, wenn Sie möchten. Okay. Könnte ich mir Ihre Dienste ansehen? Welche Dienste bieten Sie an? Was würde Sie denn interessieren? Okay, ich kann also die Frisur ändern. Achso, das ist die, die wir jetzt haben. Ich glaube, die behalte ich aber auch. Die hat mir eigentlich am besten gefallen. Nee, ich behalte die. Sie dürfen jederzeit wiederkommen. Danke. Wo gibt's denn hier noch was? Da. Ich komme nochmal wieder. Immer hereinspaziert. Nur nicht schüchtern. Ist das hier dahinter oder was? Verstehe ich gerade nicht. Dahinter sein. Hier, da. Nochmal zwei Münzen.
Unten habe ich gerade eine Truhe gesehen. Die Frage, ob wir hinkommen. Ach, das ist so eine. Okay. Ich komme hin, aber sie hilft mir nicht. So, und wie ich sehe, ist die Zeit auch schon wieder um. Deswegen sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge dann wieder. In diesem Sinne. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.